Arbeitsgruppe der heutigen Veranstaltung begrüße ich im Namen des Schützenbezirks Bustertal alle Anwesenden und wünsche einen guten Abend hier im Vereinshaus von St. Georg. Südtirol am Scheideweg, wo liegt unsere Zukunft? Anlässlich der instabilen Situation des italienischen Staates wird in letzter Zeit wieder vermehrt über die verschiedenen Zukunftsmodelle für unser Land diskutiert. Eine Vollautonomie, ein Freistaat, eine Wiedervereinigung Tirols oder ein Anschluss an Österreich. Welchen Weg soll Südtirol einschlagen? Darüber werden wir heute Abend diskutieren. Dazu begrüße ich am Podium die Regionalassessorin und Landtagsabgeordnete der Südtiroler Volkspartei, Martha Stocker. Die Landtagsabgeordnete der Freiheitlichen, Uli Mayr. Den Landtagsabgeordneten der Südtiroler Freiheit, Sven Knoll. Brigitte Foppa der Grünen hat leider abgesagt, ihr ist ein wichtiger Termin dazwischen gekommen. In Vertretung heiße ich willkommen den Landtagsabgeordneten der Grünen, Hans Heiß. Ich begrüße den Landtagsabgeordneten der Bürgerunion, Andreas Böder. Den Vorsitzenden des autonomen Südtiroler Gewerkschaftsbundes, Toni Cenet. Sowie unseren Bezirksmajor Heimo Lahner in Vertretung des Südtiroler Schützenbundes. Zur heutigen Veranstaltung wurde auch ein Wirtschaftsvertreter eingeladen. Mit der Begründung, dass die Diskussion zu politisch sei, wollte der Handels- und Dienstleistungsverband daran leider nicht teilnehmen. Weiters begrüße ich die anwesenden Gemeinderäte der Gemeinde Bruneck. Der Bürgermeister von Bruneck, Christian Schurzenthaler, hat sich entschuldigt, er ist außer Lande. Die Vertreter der verschiedenen Vereins-, Verbands- und Parteivorstände mit ihren Mitgliedern und alle interessierten Mitbürger, besonders jene aus St. Georgen, bei denen wir uns bedanken, dass wir heute hier zu Gast sein dürfen. Ich bitte nun den Moderator Reinhard Träger, die Diskussion zu eröffnen. So. Also auch ich darf Sie im Namen der Veranstalter ganz, ganz herzlich begrüßen und mir ist heute die Ehre zuteil, durch diesen Abend zu führen und ich werde mich redlich bemühen, also eine sachliche, aber auch zugleich lebendige Diskussion zu gestalten und wenn ich mir so das Podium anschaue, dann glaube ich, haben wir diesbezüglich auch die besten Voraussetzungen. Jedenfalls dürfen wir ganz, ganz gespannt sein. Mich persönlich freut es unheimlich, dass sich so viele Leute heute also diese Zeit genommen haben, um diese sehr wichtige Diskussion mitzugestalten. Und aus diesem Abend soll ja auch etwas herauskommen, also nicht nur eine Erkenntnis für uns alle, sondern vielleicht zum Schluss auch der eine oder andere Punkt, den es für die nahe, aber auch für die ferne Zukunft entsprechend umzusetzen gilt. So, um den richtigen Einstieg in diese Diskussion zu wagen, würde ich vorschlagen, dass die hier anwesenden Damen und Herren ein pro-Nase zweiminütiges Statement abgeben. Wir wollen ja schließlich wissen, mit wem wir es zu tun haben und welche Ideen die jeweiligen Personen vertreten. Frau Dr. Martha Stocker, Sie beginnen Ihr Statement, Sie haben genau 2 Minuten Zeit. Danach unterbreche ich Sie. Ja, darauf hoffe ich, weil für mich ist es immer ganz schwer abzuschätzen, wann 2 Minuten zu Ende sind. Jedenfalls zum Ersten vielen herzlichen Dank für die Einladung. Zum Zweiten, ich bin überwältigt, wie viele Menschen heute anwesend sind und sich gemeinsam mit uns, davon gehe ich aus, Gedanken machen über die Zukunft dieses Landes. Ein Drittes, ich denke, es geht heute nicht darum, wenn wir hier politisch unsere Statements abgeben, was unser persönlicher Wunsch wäre. Denn Wünsche, muss ich sagen, hätte ich sehr viele und wenn es darum ginge, meinen ganz persönlichen Wunsch nur zu formulieren, dann würde ich ganz selbstverständlich sagen, dass ich natürlich
für die Selbstbestimmung und damit auch, ich muss das immer ganz klar dazu sagen, für die Rückkehr zu Österreich ist. Vielleicht werden wir das auch im Laufe des Abends etwas vertiefen können. Aber es geht heute nicht darum, dass ich hier als Vertreterin der Südtiroler Volkspartei formuliere, was mein Wunsch wäre, sondern was ich glaube, was realistisch umsetzbar ist. Und wenn ich das zu formulieren versuche, dann muss ich sagen, bin ich der festen Überzeugung, dass wir heute leider keine Voraussetzungen haben, um tatsächlich mit Selbstbestimmung dann auch den zweiten wesentlichen Schritt machen zu können, nämlich den Schritt der Sezession, weil das ist ja, denke ich, dann auch das Entscheidende. Sondern dass wir die Voraussetzungen im Moment nur haben, weiterzubauen an einem sicher auch erfolgreichen Modell dieses Landes, nämlich an der Vollautonomie. Wir haben sehr viele Bereiche diesbezüglich auch als Südtiroler Volkspartei benannt, die es natürlich jetzt zu vertiefen gilt und wo wir in Einzelnen daran arbeiten müssen, diese weiteren Zuständigkeiten zu erhalten. Ich nehme ein Beispiel heraus, nehmen wir die Frage der Sicherheit, der Beamten der Sicherheit. Ich bin der festen Überzeugung, dass es hier in der Entwicklung, wenn Europa sich weiterentwickelt, wie wir es, so denke ich, alle hoffen, dass Europa sich weiterentwickeln kann, dann werden sehr viele dieser Kompetenzen auf europäische Ebene verlagert werden. Und es werden viele andere Kompetenzen im Bereich der Sicherheit sinnvollerweise herunter verlagert werden auf die ganz örtliche Ebene. Und dort wird es ganz selbstverständlich sein, dass es unser Anliegen ist, die Kompetenzen in diesem Bereich von uns wahrzunehmen. Wunderbar, Frau Dr. Stocker, danke. Jetzt kommen wir zur zweiten Runde, und zwar zu Frau Uli Mayer. Bitte schön. Ja, einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Und auch ich möchte mich ganz herzlich vor allem beim Schützenbezirk Bustertal für die Einladung und die Organisation des heutigen Abends bedanken. Also Südtirol vor dem Scheideweg. Wir Freiheitlichen haben uns vor fast genau 2,5 Jahren, nicht weit weg von hier, um genau zu sein im Pfalzen, anlässlich einer Klausurtagung genau mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigt. Und ich muss offen zugestehen, dass selbstverständlich die Landeseinheit mit Tirol ein Herzensanliegen ist und wir das nach wie vor im Herzen tragen. Aber wir haben ganz klar gesagt, was ist realistisch, um so schnell wie möglich von diesem Staat wegzukommen. Und wir haben uns dann entschieden für das Modell des Freistaates Südtirol, das keine freiheitliche Erfindung ist. Diese Idee hat es ja schon vor einigen Jahren oder vor mehreren Jahren damals lanciert vom Südtiroler Heimatbund gegeben. Wir sind einfach der Meinung, dass wir nicht länger bei diesem Staat bleiben können, nicht nur sollen, sondern uns steht das Recht auf Selbstbestimmung zu. Das wäre in diesem Fall der Weg bzw. das Mittel, um dann einen unabhängigen, eigenständigen Freistaat Südtirol zu erreichen. Nach unserer Auffassung nach handelt es sich um ein absolutes Friedensprojekt. Es geht, wenn man von der Zukunft Südtirols spricht, auch darum, wie man die Italiener in diesem Land einbindet. Man darf nicht vergessen, dass in der Streitbeilegungserklärung drinnen steht, dass Südtirol nichts unternehmen kann gegen eine andere Volksgruppe. Folgedessen, seit 2 Jahren merken wir, dass es sehr wohl realistisch wäre, die Italiener für die Freistaat-Idee zu gewinnen, etwas Eigenständiges auf die Füße zu stellen für unser Land, Eigenständigkeit, völlige Unabhängigkeit, und es könnte dann, wie es auch ein italienischer Journalist Romano gesagt hat, so funktionieren, dass beispielsweise Österreich die Schutzmacht für die deutsche und ladinische Volksgruppe übernimmt in einem Freistaat und Italien für die italienische Volksgruppe die Schutzmacht übernimmt. Aber grundsätzlich denke ich, wenn wir uns die wirtschaftliche Lage Italiens ansehen, können wir nicht zusehen, Südtirol hat sich das ganz einfach nicht verdient, dass wir auf Gedeih und Verderb diesem Staat ausgeliefert bleiben, dass wir wahrscheinlich mit diesem Staat untergehen. Folgedessen müssen wir die Gunst der Stunde nutzen, wir müssen vorbereitet sein, denn ich bin der Meinung, es kann irgendwann sehr, sehr schnell gehen.
Und vor allem geht es darum, dass man den Leuten nichts vormacht, sondern wirklich bei den Fakten bleibt, die Realität vor den Augen behält. Und deswegen ist unser Ziel der Freistaat als erster Schritt zu einer Eigenstaatlichkeit, um von diesem Staat wegzukommen. Wunderbar, und ich muss natürlich die Uhr im Auge behalten, also deshalb ist es natürlich auch sehr gut, wenn wir jetzt zum nächsten überleiten. Und zwar möchte ich jetzt ganz bewusst nach diesen beiden feschen Frauen, also zum Vorsitzenden des ASGB überleiten. Also vielleicht hören wir dann auch etwas über die wirtschaftliche Komponente, die ja nicht minder wichtig ist. Bitte, Herr Schmidt. Danke für die Einladung. Auch meinerseits möchte ich alle ganz recht herzlich begrüßen zu der Veranstaltung. Südtirol ist nicht die Milchkuh von Italien. Ich glaube, es ist nicht eine politische Diskussion. Auch wir als Gewerkschaften führen derzeit, muss ich sagen, vor allem mit dem Unternehmerverband wirklich Gespräche, kontinuierliche Gespräche. Wie sieht Südtirol im Jahr 2020 aus? Derzeit, die derzeitige Situation in Italien, wir wissen alle, Sparpaket 1, Sparpaket 2, mittlerweile gibt es bald ein drittes Sparpaket. Und Südtirol, die Bevölkerung in Südtirol, ist gleichermaßen betroffen. Wir als Gewerkschaft, aber auch mit den Unternehmern, sind der Meinung, wir brauchen hier in Südtirol eine Eigenständigkeit, wir brauchen die Finanzautonomie, wir brauchen Eigenständigkeit, was das Arbeitsrecht betrifft, dass wir selber hier entscheiden können. Die Unternehmer reden vom Bürokratieabbau, wobei wir gerade heute vom Staat eine Mordsbürokratie bekommen. Arbeitssicherheit beispielsweise ist so ein Thema. Und hier muss es uns gelingen, auch als Gewerkschaft, aber auch zusammen mit den Wirtschaftsverbänden, diese Eigenständigkeit zu erreichen. Wir müssen schauen, dass die Arbeitsplätze gesichert werden hier in Südtirol, dass vor allem unsere Jugendlichen, und Italien hat eine hohe Arbeitslosigkeit, aber auch in Südtirol ist die Tendenz im Steigen, dass auch unsere Jugendlichen morgen einen sicheren Arbeitsplatz haben, eine geregelte Arbeit nachgehen können, und das kann zusammen mit der Politik, müssen wir uns wirklich an einen Tisch setzen, Wirtschaft, Gewerkschaften, Politik, und die Zukunft in Südtirol kann nur aussehen, dass es die Eigenständigkeit, die volle Eigenständigkeit erhält. Wunderbar, Herr Cevet, also das ist jetzt eine angenehme Überraschung, also Sie haben es also eigenständig, also richtig die 2 Minuten eingehalten, auch danke dafür. So, kommen wir jetzt zum nächsten im Bunde, und zwar beginnen wir zu meiner Rechten, und zwar mit dem Herrn Heiß. Also was ist Ihr Statement? Bitte schön. Ja, danke auch meinerseits, einen schönen guten Abend. Ich beginne mit einem gleichfalls politischen Statement. Heiß ist nicht Foppa, und deswegen freue ich mich, dass ich an Ihrer Stelle hier sein kann. Meine Kernaussagen sind relativ klar, unsere Kernaussagen als Grüne. Wir denken, wenn wir vorausblicken, wissen wir nicht, was die Zukunft bringt. Vor 20 Jahren hätte noch niemand gedacht, dass das Internet eine solche Rolle spielt. Die Zukunft ist sehr offen, aber ich denke, es gibt 3 Trends. Erstens, wir werden bei Italien weiterhin sein, aber in einem Italien, das sehr viel weniger präsent ist in Südtirol als bisher. Wir werden eine sehr viel stärkere Autonomie haben, die es uns ermöglicht, viele Spielräume zu nutzen, und wir werden sehr viel stärker in Europa eingebunden sein. Das ist meine feste Überzeugung. Wir haben in diesem Zusammenhang auf dem Boden dieser Autonomie wahrzunehmen enorme Herausforderungen in der Zukunft, die einerseits liegen in der Alterung der Gesellschaft, in der Zuwanderung, in den Fragen, wie schaffen wir es, die Wirtschaft wettbewerbsfähig zu entwickeln, und wie schaffen wir es, dieses Land in seiner Schönheit oder was davon noch übrig ist, bestmöglich zu erhalten. Eine Reihe von Riesenaufgaben, die vor uns liegen, nur zu bewältigen mit allen Sprachgruppen auf der Grundlage einer Autonomie, von der wir fest überzeugt sind. Ich bin auch davon überzeugt, dass Italien nicht den Bach runtergeht, sobald Herr Berlusconi aus dem Sattel gehoben ist, und das wird nicht mehr allzu lange dauern. Also mit Bunga Bunga jetzt dem Ende zu. So, Herr Böder, was ist Ihr Statement? Einen schönen guten Abend, danke für die Einladung. Heute stehen wir vor dem Abgrund, und mit Italien sind wir morgen einen Schritt weiter. So kann man es eigentlich charakterisieren. Zum heutigen Tag hat jeder von uns 31.666 Euro
Schulden, Staatsschulden mitzutragen, 120% des Bruttoinlandsproduktes der Wirtschaftsleistung. Das Lustigste und zugleich Traurigste der letzten Woche international gesehen war, dass Kanzlerin Merkel erklärt hat, öffentlich im Hinblick auf Italien, dass man dem Staatspräsidenten Napolitano vertraut. Also man vertraut international nur mehr einem 86-jährigen Ex-Kommunisten, der verfassungsrechtlich kaum Kompetenzen hat, also nur irgendwelche Gesetze verkünden darf, die andere beschließen oder Botschaften an die Kammern richten darf und so weiter. Während die 60. Nachkriegsregierung ihrer Regierungsmehrheit ihren Abgeordneten nachlaufen muss, schlimmer als im Sommer in Südtirol auf den Almen die Hirten den Schafen oder den Kälbern nachlaufen müssen. Also dieser Staat hat keine Zukunft, mit ihm haben wir keine Zukunft. Wir müssen die Zukunft dort suchen, wo wir sie auch finden wollen, selbstverständlich. Es gibt verschiedene Ansätze, zurück zu Österreich, die Landeseinheit, einen Freistaat und warum nicht auch eine Alpenregion mit Nordtirol, mit Bayern. Das wären drei Länder, die eine ähnliche Wirtschaftsleistung haben, ähnliches Bruttoinlandsprodukt, ähnliches Pro-Kopf-Einkommen. Wir brauchen auf jeden Fall nur eines, uns immer vor Augen zu halten, wie Willy Brandt, der deutsche Bundeskanzler, einmal in Deutschland als Devise ausgegeben hat, mehr Demokratie wagen, müssen wir als Südtiroler mehr Zukunft wagen. Herzlichen Dank, Herr Böder. Und bitte schön, Herr Svenkel. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Es ist ja interessant zu sehen, was sich in Südtirol in den letzten paar Jahren getan hat. Wenn man vor ein paar Jahren noch darüber diskutiert hätte, ob Südtirol überhaupt an einem Scheideweg ist, dann hätte es von politischer Seite sicherlich geheißen, nein, das ist Südtirol nicht. Südtirol geht einen ganz klaren Weg. Und alle die, die über einen anderen Weg nachdenken, sind eigentlich nur Ewiggestrige. Es ist interessant zu sehen, offensichtlich, wie viel Ewiggestrige sich für die Zukunft Südtirols interessieren. Aber ich glaube, und das unterscheidet vielleicht auch die Südtiroler Freiheit von anderen, wir haben ja den Namen oder das Ziel, wohin diese Reise am Scheideweg gehen soll, ja bereits in unserem Namen verankert, in der Freiheit für Südtirol. Und wir fragen uns nicht unbedingt immer in unserer politischen Ausrichtung danach, was ist denn überhaupt realistisch, sondern was kann ich tun, um meine Ziele zu realisieren? Denn wenn die Geschichte und die Politik sich immer gefragt hätte, was realistisch überhaupt ist, dann hätte es viele Entwicklungen überhaupt gar nicht gegeben. Wie realistisch war es denn, dass die Berliner Mauer gefallen ist? Oder wie realistisch war es denn vor einem halben, dreiviertel Jahr noch, dass die Unrechtsregime in Nordafrika gestürzt werden? Oder für wie realistisch hätte man es vor drei, vier Jahren noch gehalten, dass man heute schon darüber diskutiert, ob nicht Europa und der Euro zerbricht? Also man sieht, es geht nicht darum, was ist realistisch, sondern wir müssen uns eher die Frage stellen, was bin ich bereit zu tun? Und ich glaube, es ist notwendig, dass wir etwas tun. Wir sehen, dass im Grunde genommen Italien wirklich am Ende ist. Italien, das wurde ja erst gestern veröffentlicht, steht finanziell, allein was die Staatsschulden anbelangt und die Refinanzierung, praktisch vor dem Aus. Und hier wird sich die Südtiroler Bevölkerung halt auch irgendwann einmal die Frage stellen müssen, ja, wollen wir überhaupt eine solche Zukunft mit einem solchen Staat, der uns ins Verderben führt? Wenn man so Dinge hört wie gestern, dass eine Steuer auf Konto Korrent und Bankguthaben eingeführt werden soll, dass also Sie mit Ihrem Vermögen für die italienische Finanzmisere zur Kasse gebeten werden sollen. Ja, wollen wir so etwas? Wollen wir Teil eines solchen Staates sein? Und ich glaube, wann, wenn nicht jetzt, hätte man in Europa Verständnis dafür, dass ein Land wie Südtirol, in dem gearbeitet wird, in dem eine Mentalität vorherrscht, die mit Italien nichts zu tun hat, mit einem solchen italienischen Staat, dass ich als solches Südtirol von Italien trennen möchte. Ich glaube, wir würden keinen besseren Zeitpunkt in Europa finden und keinen Zeitpunkt, in dem man mehr Verständnis dafür ernten würde, dass Südtirol nicht nur nicht Italien ist, sondern auch nicht mehr zu diesem Staat Italien gehören möchte. Und darauf arbeiten wir. Dankeschön, Herr Knull. So, jetzt bleibt uns nun mal der Letzte im Bunde und das ist der Heimo Lahner. Bitte schön. Auch meinerseits ein herzliches Grüß Gott an alle und als Vertreter des Veranstalters freut es mich natürlich sehr, dass so viele heute hier zu dieser Podiumsdiskussion gekommen sind. Das oberste Ziel von uns Schützen ist die Erhaltung und Festigung unserer Tiroler Identität und in einem gemeinsamen Tirol sehen wir dafür die besten Möglichkeiten, weil wir der Meinung sind, dass so am besten der schleichenden und oft auch offen auftretenden Identitätsverlust entgegengewirkt werden kann,
In der heutigen globalisierten Gesellschaft, die geprägt ist von Gleichmacherei und Verwässerung, ist ein geeintes und somit starkes Land Tirol notwendig, um unsere gewachsene Kultur und unser Wertesystem zu erhalten. Aus diesem Grund hat der Südtiroler Schützenbund in seinem Statut auch ganz klar die Landeseinheit als Ziel definiert. Aus diesem die Grenze, die mitten durch Tirol verläuft, trennt nämlich nicht nur das Land, es trennt auch die Menschen. Und die Tiroler Landeseinheit muss unser Ziel sein, denn am Beispiel des Pustertals erkennt man ja, wie eine Talschaft direkt zerrissen wurde und nicht nur ein Volk somit zerrissen wurde, sondern auch Familien. Denn wenn man sich im Oberpustertal zum Beispiel umschaut, dann wird man erkennen, dass viele diesseits und jenseits von Winnebach dieselben Nachnamen tragen. Das bedeutet, dass hier Familien zerrissen wurden, nicht nur ein Volk. Und wir Schützen glauben, dass es unser Ziel sein muss, zusammenzukommen, wieder zu einem Verein Tirol. Wir arbeiten ja sehr stark darauf hin, auch mit unseren Kameraden in Osttirol. Und wir sind sehr bemüht, dass diese Kontakte, auch zwischenmenschliche Beziehungen entstehen, um wieder zusammenzukommen. Wir bitten deshalb alle politischen Kräfte, die wir heute hier haben, sich gemeinsam für dieses Ziel stark zu machen, für ein vereintes Tirol, eventuell auch in unserem Vaterland Österreich. Danke. So, danke schön. Jetzt haben wir Sie alle durch. So, ich glaube, die Positionen sind belegt, waren zum Teil auch hinlänglich bekannt. Aber dennoch erscheint es mir doch wichtig, dass wir wissen, also mit wem wir es zu tun haben, unter Anführungszeichen. Wie wird der heutige Abend nun weitergehen? Ich werde jetzt einige Themen aufwerfen, werde die dann auch an unsere Diskussionsteilnehmer zuordnen. Also dann wird es eine lebhafte Diskussion geben. Und dann sind natürlich Sie an der Reihe. Also behalten Sie sich ruhig das Recht vor, entsprechend Fragen zu stellen, und ich hoffe dann auch auf eine sehr lebhafte Diskussion von Seiten des Plenums. Frau Dr. Stocker, an Sie meine erste Frage, raus aus diesem Saftladen. Dieser Satz stammt nicht etwa von einer Vertreter einer Oppositionspartei, sondern von Ihrem Vize-Obmann höchstpersönlich, von Thomas Wittmann. Das sind doch ganz neue Töne. Er hat es dann relativiert, muss man auch dazu sagen. Er hat das dann so interpretiert, dass man zwar die Währung und vielleicht auch die Außenpolitik schon bei Italien lassen sollte, aber dann die Vollautonomie anstreben sollte. Aber wie passt das zusammen? Denn mit der Vollautonomie allein ist man ja nicht raus aus diesem Saftladen. Wie kann man diese Spagat entsprechend umsetzen? Ja, ich will jetzt nicht eine Aussage eines Kollegen kommentieren. Ich will nur sagen, dass das politische Projekt der Südtiroler Volkspartei vollkommen klar ist. Nachdem wir im Moment, und das will ich immer wieder unterstreichen, nicht der Meinung sind, dass es aufgrund ganz einfach der europäischen Verträge möglich ist, eine andere Lösung zu finden, als die Vollautonomie anzustreben, werden wir alles daran setzen, dass wir diese Schritte gemeinsam mit all jenen, die der Meinung sind, wir müssen dieses Land eigenständiger machen, dass wir sie weitertragen. Wir sind, denke ich, alle uns bewusst, dass die Situation, die wirtschaftliche Situation im Moment nicht die beste ist, aber wir müssen alle auch, denke ich, realistischerweise sehen, dass die wirtschaftliche Situation im Moment in Europa insgesamt nicht die beste ist und dass Europa insgesamt auch etwas wie eine Schicksalsgemeinschaft ist, und das hat man, denke ich, am Beispiel Griechenland gesehen, dass es nicht so einfach ist, einfach zu sagen, da raus aus irgendetwas, weil die Frage ist, wohin dann rein? Das ist natürlich auch die Frage, die sich im Zusammenhang mit der Freistaatsidee zum Beispiel stellt, ja, wo bin ich denn danach, wenn ich von Europa draußen bin? Denn das muss man auch sich bewusst sein, dass man natürlich auch irgendwann von der Europäischen Union draußen ist. Da möchte ich jetzt schon einhaken. Gerade diese Freistaat-Diskussion, die kommt ja immer wieder. Ist irgendwo ein Mittelmaß zwischen Vollautonomie und Wiedervereinigung mit Tirol? Und Frau Ulimayr,
Ich hätte das, das wäre ich jetzt ganz froh, wenn ich das jetzt. Frau Stocker, ich komme auf Sie sicher zurück. Ich möchte nur eine andere Stimme jetzt also zu dieser Freistaat-Diskussion hören, denn das mit Europa, das interessiert mich natürlich ebenfalls brennend. Und da komme ich dann wieder auf Sie zurück. Also Frau May, wir haben jetzt ja diesen alten Kritikpunkt gehört. Also wenn Südtirol sich von Italien loslöst, dann steht es irgendwo im Nichts. Teilen Sie diese Befürchtungen? Sind die realistisch? Beziehungsweise, wo möchten Sie mit dem Freistaatgedanken genau hin? Also ich finde es eine Frechheit zu sagen, wenn sich Südtirol von Italien loslöst, steht es im Nichts. Das ist eine Beleidigung dem Land gegenüber. Ich denke, dass niemand so idiotisch vorgehen würde, etwas zu realisieren, wo man sich nicht klare Antworten im Vorfeld schon gibt. Also Südtirol wird, wenn es ein Freistaat wäre, auch weiterhin in Europa sein. Ich glaube nicht, dass wir plötzlich uns in Asien befinden oder sonst irgendwo. Aber natürlich muss man ganz klar sagen, wäre es natürlich auch im Sinne Europas eine Politik zu betreiben, wo weniger die Nationalstaaten im Vordergrund stehen, sondern vielmehr ein Europa der Regionen. Das würde ich mir wünschen. Nachdem das derzeit nicht möglich ist, aber ich sehr wohl eine Möglichkeit erkenne und einfach es realistisch empfinde, dass Südtirol als eigener Staat unabhängig in Europa existieren kann, finde ich es wirklich an der Zeit, darüber nachzudenken und nicht mit der Vollautonomie daherzukommen. Das hätte man vor 20 Jahren machen können. Und in meinen Augen ist es nicht sonderlich glaubwürdig, wenn man jetzt mit der Vollautonomie als Antwort auf den Freistaat daherkommt, weil auch die Südtiroler Volkspartei das Recht auf Selbstbestimmung im Parteistatut verankert hat und einfach in den letzten Jahren, wenn es um die Zukunftsfrage gegangen ist, geschwiegen hat. Die Volkspartei hat durch Abwesenheit geglänzt in dieser Diskussion. Und wenn man dann im Zuge des Einwanderungsgesetzes, das wir kürzlich verabschiedet haben, die Kompetenzen verlangt hat, was die Einwanderung für Südtirol anbelangt, und das ist die zentrale Zukunftsfrage, mit dem sich unser Land, alle drei Volksgruppen hier auseinanderzusetzen haben, dann wurde gerade dieser Beschluss abgelehnt. Ich frage mich, von welcher Vollautonomie reden wir? Nur da, wo es uns passt und dort, wo es nicht angenehm ist, lehnen wir sie ab. Also in meinen Augen tue ich mich da schwer, aber ich werde keinen Kampf, muss ich auch ganz offen sagen, gegen die Vollautonomie betreiben, da es für mich ganz klar die Vorstufe zum Freistaat ist. Also gut, das ist jetzt eine wiederum eine sehr interessante Sichtweise, also die Vollautonomie, Frau Dr. Stocker, als Schritt also zum Freistaat. Das wäre doch auch in Ihrem Sinne, oder? Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann gehen die Schritte jetzt folgendermaßen. Zuerst die Vollautonomie, dann der Freistaat und dann sozusagen ein unabhängiger Staat. Also ich habe verstanden, dass der Freistaat jetzt irgendetwas dazwischen ist. Es ist ein selbstständiger Staat. Es ist ein selbstständiger Staat. Gut, also ich komme jetzt noch einmal auf das zurück, was ich vorhin versucht habe herauszuschälen. Mir ist schon klar, dass das jetzt sehr schwierig ist, hinüberzubringen. Aber es ist ganz klar, und aus diesem Grunde habe ich vorhin auch gesagt, dass ich grundsätzlich, wenn es um mich persönlich ginge, natürlich dafür wäre, die Selbstbestimmung in Anspruch zu nehmen und dann mit einem vereinten Tirol zu Österreich zurückzukehren, weil es natürlich ganz klar ist, wenn man nicht bei einem oder anderen Staat in Europa dabei ist, dann wird man zuerst einmal mit Sicherheit nicht Teil der Europäischen Union sein. Das kann danach aufgebaut werden. Aber es ist ganz klar, dass das nicht etwas Automatisches ist, wenn man plötzlich jetzt ein eigenständiger Staat wäre, dass man sofort Teil der Europäischen Gemeinschaft ist. Das muss einem klar sein, dass es da auch eine Zwischenstufe gibt, wo man natürlich auch selber entscheiden muss, in Bezug auf das Heer, in Bezug natürlich auf Währung und dergleichen mehr. Da wird es eine Zwischenstufe geben. Ich sage ja nicht, dass es danach nicht irgendwann doch eine Möglichkeit ist, dann auch Teil der Europäischen Union zu sein. Aber das muss uns realistisch auch bewusst sein, dass das die Problemschritte sind, die natürlich auch zu bewältigen sind, wenn man von solchen Modellen spricht. Ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, dass wir alles daran setzen müssen, um möglichst eigenständig zu sein,
möglichst eigenständig zu sein. Auch in diesem Sinne, da stimme ich durchaus mit anderen Diskutanten überein, bereit zu sein für alle Eventualitäten, die sich natürlich noch einstellen können. Und ich stimme selbstverständlich mit dem überein, was auch mir ein Herzensanliegen ist, dass wir alles daran setzen, die Einheit mit dem Land Tirol in seiner historischen Dimension zu stärken. Und das hoffe ich sehr, dass wir imstande sind, da das eine oder das andere gemeinsam weiterzubringen, von Politik bis hin zu den Vereinen, denen das ein großes Anliegen ist. Wunderbar, Frau Dr. Stocker, jetzt kommen wir zu Frau Mayer, denn ich kann mir lebhaft vorstellen, dass die geradezu darauf brennt, darauf zu replizieren. Ich gebe Ihnen ganz kurz die Möglichkeit und möchte das Thema dann um einen anderen Schwerpunkt erweitern. Na, ganz kurz, was Europa anbelangt. Also nehmen wir die Schweiz her. In der Schweiz leben 4 Volksgruppen. Es leben dort Deutsche, Franzosen, Italiener und Rätoromanen. Sind in Europa. Sie sind nicht Teil der Europäischen Union. Geht es den Schweizern so schlecht? Unterm Strich sind alles Schweizer. Darum geht es. In diesem eigenen Freistaat als Modell, als ersten Schritt. Und eines möchte ich schon sagen. Ich bin keine Anti-Europäerin, aber diese Europäische Union, mit der wir es zu tun haben, frage ich mich wirklich, wenn wir morgen ein Freistaat wären, ist es da so schlimm, wenn wir einmal eine kurze Zeit für uns selbst hier wären, wo nicht Brüssel uns diktiert? Von welchem Europa reden wir? Wir reden nicht von einem Europa, das es mit den Völkern gut meint. Wir werden regiert von Leuten, die nicht einmal vom Volk gewählt sind. Schaut euch die Ergebnisse der Europawahlen an. In vielen Ländern wird ja nicht einmal mehr die 30%-Marke erreicht, dass die Teilnahme an den Europawahlen. Es gibt Länder, wo die 40%-Marke gerade noch erreicht wird. Das Europa ist von den Menschen sehr, sehr weit entfernt. Und ich denke, wenn hier etwas Neues entsteht, und ich glaube, dass es den Südtirolern gut tun würde, einmal etwas Eigenes aufzubauen, ohne dass man sich wieder von irgendjemandem diktieren lässt. Es ist ein Wunschgedanke, es ist eine Vision, aber man darf eines nicht vergessen. Wir Südtiroler sind derzeit eine Minderheit in einem fremden Staat. Wenn wir uns jetzt zu Österreich angliedern würden, dann wären morgen die Italiener in einem fremden Staat eine Minderheit. Und wir dürfen diese Realität der Italiener einfach nicht verkennen. Ich bin einfach der Auffassung, dass es uns gut tut, zuerst etwas Eigenes zu festigen, was dann eine Generation nach uns macht, kann heute niemand wissen. Aber ich bin überzeugt davon, dass es unserem Land, das ein sehr sensibles, ein sehr besonderes Land ist, sehr gut tun würde, einmal völlig unabhängig etwas Eigenes aufzubauen mit eigenen Gesetzen, wo alle 3 Volksgruppen sich eine Zukunft schaffen. Und man darf eines einfach nicht vergessen, es ist ein absolutes Friedensprojekt und in meinen Augen kann ein Modellcharakter für ganz Europa sein. Ich bin einfach stuf zu warten, bis sich irgendetwas in Brüssel bewegt. Wir müssen die Ideen und die Inhalte vorgeben. Das muss von unten kommen, nicht von oben herab. Und wir fühlen uns einfach bestätigt, da sehr, sehr viele deutsche Südtiroler dieser Idee etwas abgewinnen können, aus allen hier vertretenen Parteien, aber vor allem auch die Italiener. Und darum, glaube ich, geht es. Wenn hier im Saal jemand denkt, dass man irgendetwas machen kann, ohne die Italiener einzubinden, ist das weder realistisch noch glaubhaft, noch wohin das führen soll, zu denken, dass man ohne diese Volksgruppe einzubinden irgendetwas für Südtirol künftig gestalten kann. Also das ist ein Nonsens und ich glaube ganz einfach, dass man diese Chance nutzen muss, dass man nicht nur aus rein wirtschaftlichen Gründen darüber nachdenken soll. Auch das finde ich nicht gerade angepasst, dass jetzt, wo Italien kurz vor dem Abgrund steht, vor dem finanziellen Bankrott, dass dann auch die Volkspartei herkommt und sagt, Vollautonomie, das bedeutet eigentlich immer noch Verbleib bei Italien.
mir geht es wirklich darum, ganz klar zu sagen, auch den Italienern, wir wollen von diesem Staat weg. Und es gibt immer mehr Italiener, die auch von diesem Staat weg wollen, hier in Südtirol. Sie schämen sich ja regelrecht für diesen Staat. In den letzten Jahren ist ja Folgendes passiert, das Land hat ja überall den Staat überholt. Das Land ist sehr stark, der Staat ist schwach, das kapieren ja auch die Italiener hier im Lande. Gut, und man wird dann auch... Man wird dann schauen, also, wie sich das bei den nächsten Wahlen dann entsprechend niederschlagen wird. Herr Sven Knoll, in dieser ganzen Diskussion ist ja jetzt eines ganz klar hervorgekommen. Also Südtirol soll doch den Weg in die Eigenständigkeit suchen. Da kommt jetzt wieder diese Eigenständigkeitstheorie zum Tragen, wobei Europa irgendwie weit weg ist. Also Europa ist doch etwas Fremdes geworden. Also man fühlt sich nicht in der europäischen Familie zu Hause. Also ich glaube, das kommt so quer durch die Bank hervor. Können wir das ganze Projekt, also Richtung Freistaat oder Wiedervereinigung mit Tirol oder Vollautonomie, überhaupt neben dem europäischen Gedanken, also ohne Europa durchziehen? Ist das überhaupt möglich, Ihrer Meinung nach? Die Frage ist, ob wir das wollen. Ich denke, Europa hat uns auch durchaus positive Dinge gebracht. Ich bin froh, dass ich heute den Euro in der Tasche habe und nicht mehr die italienische Lire. Das ist nur ein Beispiel davon. Sicherlich auch der Wegfall der Grenzkontrollen, was nicht bedeutet, dass die Grenze deswegen nicht mehr da ist. Aber ich glaube, es geht doch primär um die Frage, wie wir diese Dinge realisieren. Denn die Diskussionen um die Selbstbestimmung oder auch um die Vollautonomie, das hatte die SVP schon mal vor 20 Jahren, dieses Schlagwort, und hat gesehen, sie ist nicht weit mitbekommen. Jetzt hat man das halt wieder aus der Trickkiste geholt, werden wir sehen, ob es erfolgreich ist. Aber ich glaube, wir müssen uns gar nicht einmal, wir beschäftigen uns viel zu lange schon mit der Frage, ja, wollen wir Selbstbestimmung? Wir sind einen Schritt weiter. Wie erreichen wir die Selbstbestimmung? Wie erreichen wir, dass wir von diesem Staat wegkommen? Und ich glaube, und da bin ich der festen Überzeugung, dass man das nur auf friedlichem Wege erreichen kann. Und das heißt über eine friedliche, demokratische Abstimmung. Das heißt, dass die Bevölkerung die freie Wahl hat zu entscheiden, wollt ihr Teil des italienischen Staates bleiben oder wollt ihr die Unabhängigkeit? Wir haben uns als Südtiroler Freiheit nie hundertprozentig festgelegt, ob wir jetzt mehr die Wiedervereinigung wollen oder den Freistaat, aus einem ganz einfachen Grund. Weil wir nicht die Situation kennen, die vorherrscht in dem Moment, wenn es zu einer Abstimmung kommt. Wir sehen, was derzeit mit Europa passiert. Wir wissen nicht, in welche Richtung die Europäische Union sich entwickelt. Die Idee Europa ist eine ganz andere Sache als die Europäische Union. Wir wissen auch nicht, wie Südtirol, nehmen wir an, im Idealfall in 5 Jahren dasteht. Und das ist einfach die Frage. Deswegen bin ich nicht unbedingt ein Freund davon, wenn hier die Gruppen auseinanderdividiert werden. Auf der einen Seite sind die Befürworter eines Freistaates, auf der anderen Seite die Wiedervereinigung.